Koalition zu sprechen. Wenn Assad weiter Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer in einem Vorstoss. In der Verzweigung Augst gäbe es weit mehr Unfälle als im Durchschnitt auf Schweizer Autobahnen. Gefährlich seien die unübersichtlichen Ausfahrten, der dichte Verkehr und dass dort ein Haufen Gefahrengut transportiert werden. Der Bundesrat soll darum Massnahmen prüfen, die das Unfallrisiko senken. Zum Beispiel Tempo 80 auf einem ganzen Teilstück zwischen Basel und Augst. Susanne Meyer Memorial gestern auf der Schützenmatte zu Basel sind zum ersten Mal auch Männer zugeschaut. Wenn es Nein ist, Gesetz zur Verschleppung von Berlusconis privaten Prozessen, 95% Nein. Eine solche Abfuhr hat keine amtierende Regierung in der Vergangenheit eingefahren. Im Gegenteil, seit Mitte der 90er Jahre hat kein einziges Referendum Gültigkeit erlangt, eben wegen der 50% Klausel. Auf Berlusconi warten harte Zeiten. Ein hoher Minister der Lega Nord, Berlusconis wichtiger Juniorpartner in der Regierung, sagte dunkel, es genüge langsam mit Ohrfeigen kassieren. Gemeint war damit, dass nach den Wahldebatten für die Bürgermeisterämter in Mailand und Neapel vor 2 Wochen die Mitte rechts.